afternoon, I've been lonely, I've been cheated, I've been misunderstood. Rustwater, Kansas. Ein gottverlassenes Kaff, abseits des Highways, ist ein himmlisches Pflaster für Jonas Nightingale. Seid ihr bereit für ein Wunder? Ist der Showmaster? Ich höre Satan anklopfen, aber er kommt nicht rein! Schlitzohr? Wir brauchen keinen Prediger, der uns irgendeinen Unsinn verkauft. Ich verkaufe keinen Unsinn, ich verschenke ihn. Oder das Maschinengewehr Gottes. Guck mal, was da gerade reinkommt. Angebot des Tages, Steak. Leber ist leider aus, kein Fisch, kein Schinken, kein Spinat. Kein scheint ja sehr beliebt zu sein, Mann. Keine Sprüche. Sie ist scharf auf mich. Du solltest bei deinen Bibeljungfern bleiben. Also dann geben wir dem leeren Leben etwas Sinn! Sektion 3. Erste Reihe. Weißes Hemd. Rückenproblem. Und Sie, Sir, kommen Sie auf die Bühne und heilen Sie Ihre Rückenprobleme. Ihnen ist es doch egal, was diese Menschen brauchen. Ihr Truck hat den Geist aufgegeben und daran wollen Sie ich noch verdienen. Ich biete meinem Publikum eine gute Show. Viel Musik. Er verkauft nur Märchen an ein paar Leute, die ihm dafür sehr dankbar sind. Wow, wow! Ich fühle heilende Kräfte! Meine Schwester hält sie für einen Schwindler. Tja, vielleicht bin ich einer, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich die Arbeit gut mache, was für eine Rolle spielt. Ich bin eine Stärke für dein Leben! Sie glauben an Wunder, nicht wahr? Ich würde gern hören, was deine Schwester dazu zu sagen hat. Ich glaube an das Leben, was es einem gibt und was man daraus macht. Seid ihr bereit für die Wahrheit? Ich hätte Ihren letzten Mann hatten Sie, da war Nixon noch immer. Deine ewigen Manipulationen habe ich so satt. Manipulationen finden heimlich statt. Ich mach's ganz oft. Halleluja, Schwester! Ah, das Zeichen des Wunders! Angeblich haben sich einige Wunder im Städtchen Rustwater, Kansas ereignet. Angeblich. Du sagst es, Babe. Und wenn man von ihm wirklich ein Wunder erwartet? Reverend! Hey, was ist mit mir? Ich fürchte, heute ist keine heilende Kraft mehr in mir. Ist er mit seiner Show am Ende. Jonas, befürchtest du diesmal, dass da oben tatsächlich jemand zuguckt? Paramount Pictures präsentiert Steve Martin, Deborah Winger, der Scheinheilige. Wow! Bin ich im Himmel des weißen Mannes oder was?